Is it ready, yeah? Action. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winner Wednesday. Und ich hatte länger mal überlegt, ja, Winner Wednesday, was hat mein Leben so verändert, dass ich sage, ich bin zum Gewinner geworden? Dabei möchte ich aber vorher sagen, Winner heißt nicht, dass ich jetzt irgendeinen Preis gewonnen habe, sondern für mich innerlich, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich verändert, dass ich für mich persönlich ein positiveres Leben entwickelt habe, finanziell, persönlich, wie auch immer, und für mich selbst zu einem Gewinner geworden bin. Und da möchte ich gerne einfach mal auch eine Geschichte erzählen, gleich wie es bei mir war. Es ist der Punkt bei mir damals genauso gewesen, dass ich habe immer gedacht, wenn ich mehr Geld verdiene, wird es mir besser gehen im Leben. Ja, ich brauche nur eine Gehaltserhöhung und schon sind meine finanziellen Sorgen weg. Ich kann mir viel mehr leisten, ich kann in Urlaub fliegen, ich kann was auch immer mit dem machen. Dann kam mehr Gehalt und dann war es immer noch so. Ja, irgendwie, die Probleme werden nicht weniger, teilweise werden sie sogar mehr. Als Beispiel, ich bin in einem neuen Job, da ging es darum, ja, ein halbes Jahr verdienst du jetzt so und so viel, ich weiß gar nicht mehr genau. Und nach dem halben Jahr Probezeit kriegst du 500 Euro mehr. Ich mir, wow, wenn ich nach 6 Monaten 500 mehr kriege, dann wird mein Leben ja so viel besser werden. Und ich kann dir bestätigen, es war nach einiger Zeit, nachdem ich dann diese 500 mehr bekommen habe, genauso wie vorher. Ich habe zwar mehr Geld gehabt auf dem Konto, aber am Ende des Monats ist nicht mehr Geld rausgekommen. Auch eine Geschichte ist, spreche ich auch aus Erfahrung, man ist erst alleine, irgendwann hat man dann eine Freundin, einen Lebensgefährten, natürlich eine Frau bist, einen Freund an der Seite. Und denkst, wow, wenn wir zusammenziehen, das Geld wird ja viel mehr werden, weil man hat nur noch eine Wohnung, man kann sich das Geld für Essen etc. teilen, wir haben ja viel mehr Geld. Und ich denke, da spreche ich auch im Namen von vielen, bei mir war es jedenfalls so, dass man auch dort nach einiger Zeit merkt, ja, irgendwie sind wir jetzt wieder da, obwohl wir zusammen sind, dass wir nicht mehr Geld haben, als man ja eigentlich denken müsste. Man wirft das Geld zusammen, man hat nur noch eine Wohnung und man hat ja viel, viel mehr Geld. Das Problem dahinter ist einfach, dass man mit Geld, ja, ich will schon sagen, nicht umgehen kann. Also man ist nicht im finanziellen Sinne geschult, dass man sagt, okay, ich handhabe das Geld so und so, um dann am Ende immer mehr Geld daraus zu haben. Wenn du meine letzten Videos verfolgt hast, wirst du auch sehen, dass ich viel über passives Einkommen rede, dass ich darüber rede, sich finanziell intelligent zu verhalten. Und ich habe halt nachgedacht, wie kam es bei mir, dass ich diesen Schritt daraus geschafft habe, jeden von Monat zu Monat denken mit dem Geld zu wirklich sehr entspannt, finanzielle Freiheit, finanzielle Intelligenz so handhaben, dass ich nicht am Anfang, am Mitte, am Ende des Monats denke, Mensch, es wird Zeit, wieder neues Geld zu haben. Als ganz, ganz großer Schritt war natürlich mein Schritt ins Trading. Das heißt, aus einem normalen Job, wo ich 2.500 Euro im Monat netto verdient habe, in einen Bereich, wo ich nach kurzer Zeit bei 5.000, dann war ich auch bald bei zwischen 5.000 und 10.000 netto im Monat, die ich zur Verfügung hatte, nur durch das Trading. Aber auch da war es. Irgendwann war es so, glaube mir, man kann auch 5.000 Euro im Monat ausgeben, ohne Probleme. Man kann auch 7.000 im Monat ausgeben ohne Probleme. Natürlich dauert es länger oder fällt schwerer, als wenn man halt nur 2.000, 2.500 hat. Aber es geht. Und da habe ich mir gesagt, okay, das kann nicht sein. Ich scheine irgendwo noch eine Baustelle zu haben. Ich weiß jetzt zwar, wie ich in weniger Zeit viel mehr Geld verdiene, aber das Geld soll auch bleiben. Das Geld soll vor allem mehr werden. Man hört es ja immer, weil die Reichen werden reicher und die Armen werden immer ärmer. Das hat den Grund, dass die Reichen ihr Geld investieren, dass sie in passives Einkommen investieren und dadurch wird es unweigerlich immer mehr das Geld. Arme Menschen, so wie ich es ja gerade meinte, ich zähle mich da dann dazu in diesem Fall, zu dieser Zeit damals, habe natürlich ganz gutes Geld verdient, 200.000 Euro ist auch schon für viele viel Geld, aber am Ende war ich ein armer Mensch, weil ich am Ende des Monats arm war und gehofft habe, dass ich wieder mein neues Gehalt bekommen habe, um wieder aus dem Dispo rauszukommen. Also der Sinn dahinter ist, dass man sich erstmal selbst finanziell schult. Da werde ich in Zukunft ganz, ganz viel machen. Ich habe auch in den letzten Tagen schon hier bei YouTube einiges gemacht. Aber wir werden auch viel Mehrwert da aufbauen, dass ich sage, okay, ich bin einmal Trading Coach. Ja, ich bringe meinen Schülern bei, Geld zu verdienen, viel, viel mehr Geld zu verdienen, als sie es aktuell tun und das auch noch in weniger Zeit. Ja, schau da gerne auf meiner Seite www.volume-trader.de vorbei und schau dir das an. Mittlerweile da seit knapp 2 Jahren schule ich die Leute da und es ist halt wirklich geil zu sehen, wie die Leute schaffen, ihr Gehalt zu verdoppeln, zu verdreifachen, ihren Job aufzugeben, wenn sie es wollen. Ich sage aber, ich als Coach möchte weitergehen, dass ich den Menschen helfe, aus ihrem Job rauszukommen, viel, viel mehr Geld zu verdienen, so wie sie sich wünschen, finde ich erstmal super. Mein Ziel ist aber in Zukunft halt in den Bereichen, die danach kommen, zu helfen, dass ich sage, komm, finanziell intelligent zu handeln, das ist der Schlüssel zu Gewinner, ja, Winner Wednesday. Das ist, dass du für dich zum Gewinner wirst fürs Leben, dass du vorsorgst und dann machen kannst, was du möchtest, also dass du gar nicht mehr darauf angewiesen bist, jeden Tag zu traden oder jeden Tag zu arbeiten, sondern dass du sagst, du
machst das, was du möchtest. Du liebst das, was du tust. Ist auch der Grund, warum ich heutzutage nicht nur Trader bin, sondern ich bin halt auch Coach, weil ich es liebe. Ich kann es machen mit meiner freien Zeit. Ich habe in Immobilien investiert, ich habe in Aktien investiert, ich investiere in mein Unternehmen. Das sind also eine Dinge, die dazu gehören, finanziell intelligent ausgebildet zu sein. Worum es jetzt in dem Video mir vor allem ging, ist, dass ich dir erstmal zeige, wie es mir ging. Ja, ich bin natürlich nicht immer schon da gewesen, wo ich heute bin, dass ich sage, okay, ich bin finanziell so gut aufgestellt, dass ich mir Sorgen machen muss. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und da habe ich gedacht, okay, Winner Wednesday, was mache ich für ein Video? Da habe ich gedacht, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Das ist halt ein Prozess, den ich auch lange gegangen bin, wo ich halt jetzt helfen möchte. Und mein Tipp an dich ist, fang an, dir erstmal Gedanken darüber zu machen, wie könntest du deine Finanzen optimieren. Zweiter Punkt, bilde dich aus in dem Bereich, ja, wie man mit Geld umgeht, also dass du finanziell intelligent wirst. Nächster Punkt ist, das ist halt eine Empfehlung, so sieht es bei mir aus. Ich nehme nicht das Geld, was am Ende des Monats übrig bleibt. Das war früher auch so, ja, ich spare Geld, mal gucken, was am Ende des Monats übrig ist. Ja, und in den meisten Fällen ist halt am Ende des Monats nicht viel übrig, weil man sieht ja, man hat was auf dem Konto, dann versucht man es immer natürlich so wenig wegzunehmen wie möglich, aber am Ende ist dann halt nicht mehr so viel übrig. Nehm am Anfang des Monats eine bestimmte Summe weg, die du zurücklegst oder besser investierst. Aber wie gesagt, wenn du dich damit nicht auskennst, auch gar kein Problem, investieren oder in passives Einkommen zu investieren, ist viel einfacher, als du denkst. Man muss aber erstmal mit anfangen, sich auch darin zu schulen in diesem Bereich. Also nimm am Anfang des Monats schon eine Summe weg, die du sagst, okay, die kannst du verkraften und rühr die auch gar nicht mehr an. Nimm die zum Investieren und dann lebe mit dem restlichen Geld des Monats. Also nicht am Ende des Monats was zurücklegen, weil kann ich sagen, wird die wenigste Zeit was übrig bleiben, sind es am Anfang des Monats. Und du wirst sehen, es wird von ganz allein so kommen, dass du dich auch im Kopf so dahingehend veränderst. Am Ende des Monats ist es bei mir heute nie mehr so, dass ich kein Geld mehr übrig habe, sondern ich habe am Ende des Monats immer noch genug Geld übrig, davon wieder einen Teil zu nehmen, den ich investiere. Aber ich mache es trotzdem, dass ich am Anfang des Monats mir immer Geld nehme, das Geld, das ich auf jeden Fall nicht anrühre, und am Ende des Monats habe ich trotzdem noch Geld übrig und kann es weiter investieren. Meiner Meinung nach ist es das, dass es von jedem das Ziel sein sollte, in diesen Bereich der finanziellen Intelligenz zu kommen oder finanziell intelligent zu handeln. Denn sage ich dir jetzt schon, ich habe es viele, viele Jahre so gehabt, sonst wirst du da nie rauskommen. Du wirst jeden Monat von Monat zu Monat leben. Du hast kein Geld übrig, es zurückzulegen, zu investieren oder auch in dein Wissen zu investieren. Und was ich noch zum Ende sagen möchte, ist, dass das Geld, wenn du was zurücklegst am Anfang des Monats, wenn ich sage, du investierst es, heißt es nicht unbedingt, dass du es direkt in passives Einkommen investieren sollst. Denn, habe ich ja schon gesagt, man muss einfach auf diesen Bereich gebildet sein, sondern was ich auch mit Investment meine, das habe ich auch in dem letzten, glaube ich, im Financial Friday von letzter Woche gesagt, dass ich mit Investment ganz wichtig auch sehe, das Investment in dich selbst. Ja, das ist halt all das. Du brauchst erstmal das Wissen, du musst in dich investieren, damit du dann aus dem Investment aus dir selbst viel mehr rausholen kannst, um dann klug und richtig zu investieren, damit du intelligent investierst und am Ende auch das passive Einkommen rauskommt und nicht, dass du durch irgendwelche Fehler, weil du auf was nicht vorbereitet warst, Geld verlierst. Genauso geht es ja an der Börse, ja, darauf schule ich ja meine Schüler, dass sie sich dahingehend so weit bilden, dass sie sich so weit entwickeln, dass sie an der Börse von den Dingen nicht überrascht sind, sondern dass sie auf nahezu jede Situation eine Antwort haben. Und das ist halt finanziell bilden und sich allgemein weiterbilden in diesen Bereichen. Das ist halt einfach der Schlüssel, um am Ende dann dahin zu kommen, dass du sagen kannst, ich bin ein Winner. Das eigentlich auch schon als Schlusswort zu dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und natürlich auch ein Abo dalässt für weitere solche Videos. Ja, all das im Thema Motivation, Finanzen, Trading, all das wirst du hier auf dem Kanal bekommen. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Video. Morgen kommt der Q&A Thursday und dann am Freitag geht es wieder in den Bereich Finanzen mehr rein. Ich wünsche dir was und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.